ja das Spannende, wenn alte Gefühle sich im Jetzt nochmal zeigen, dann ist das wie so eine Brille, die man trägt. Und ja, ich habe das Bedürfnis, dieses Video hier aufzunehmen und diese Information und auch meine Erfahrung hier mit euch zu teilen, in der Hoffnung, dass ja, es hilfreich ist, der eine oder andere sich darin wiederfindet und vielleicht sogar Antworten für eigene Fragen und eigene Themen für sich findet. Und zwar hatte ich das am Montag, heute ist Freitag, dass mir auf einmal körperlich unglaublich kalt wurde. 2 Tage war das so, und normalerweise habe ich ordentlich ein gutes inneres Feuer und ist mir warm und alles gut, und mir war so kalt. Ich habe mich unglaublich dick angezogen und Heizung bei mir aufgedreht und Wärmflasche und Tee, und trotzdem war mir eiskalt. Und das Ganze hat auch eine energetische Sache. Das heißt, wenn man sich mit seinen Themen auseinandersetzt oder Themen in einem aufbrechen, dann ist es oft so, dass das System, also das körperliche System, eben mit so einer inneren Kälte reagiert. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, mich nicht so richtig zu spüren. Also immer mehr im Kopf zu sein und nicht, ja, so dass auch meine Gefühle so, ja, ein Stück weit eingefroren waren und ich nicht so einen guten Draht nach außen herstellen konnte. Und war mir schon bewusst, dass das nichts mit der Gegenwart zu tun hat, sondern dass das eben alte Gefühle sind. Und natürlich habe ich mich besonders in meiner Jugend, könnte ich mich erinnern, oft so gefühlt, dass ich eben unter Schock stand und mich emotional komplett isoliert gefühlt habe und mir immer kalt war und ich nicht so richtig anwesend war. Und habe nochmal auf eine andere Art so ein Stück weit das durchlebt, was ich eben so gut aus meiner Jugend kannte, dass diese Szenarien auf dem Pausenhof, alle stehen da und reden von irgendwas, und ich stehe da und kann halt nicht mitreden, weil ich so unter Schock stehe, oder kann nicht lachen, oder ich friere die ganze Zeit und lebe in so einer Isolation in mir drin. Ja, im Grunde so wie in 2 Welten leben, ne? Also nachts den Missbrauch erleben, mit niemandem drüber sprechen können. Die eigene Mutter will davon nichts wissen. Versucht irgendwie krampfhaft eine schöne Familienidylle aufrechtzuerhalten, und dann ich irgendwie dazwischen auch versuchen, ganz normal irgendwie mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und boah, das sind ein paar Gefühle, ich sag's dir. Das ist nochmal so hochgekommen bei mir und hat sich eben auch in alten, das ist ja das Spannende, wenn alte Gefühle sich im Jetzt nochmal zeigen, dann ist das wie so eine Brille, die man trägt, und dann sieht man seine jetzige Realität eben auch ein Stück verzerrt, im Sinne von, dass alte Ängste zum Beispiel nicht dazuzugehören. Die Angst hatte ich früher ganz stark, wenn ich so traumatisiert war und völlig neben mir stand und alle Kraft brauchte, um überhaupt irgendwie durch den Tag zu kommen. Diese große Angst und auch Beobachtung, die damals auch real war, so das Leben zieht an mir vorbei. Und ich habe nicht die Kraft mitzugehen. Alle um mich herum wachsen, gehen ihren Weg, und ich liege zerschlagen im Bett. So. Und dieses Gefühl hat sich seit Montag dann auch so in mir breit gemacht, dass ich dachte, boah, also so eine Projektion der alten Gefühle auf die Gegenwart, dass ich dachte so, oh, um mich herum wächst alles so und alle kommen weiter und ich jetzt nicht. Und war dann schon ziemlich schnell klar, dass es eben eine alte Projektion ist, dass es alte Gefühle sind, und habe die dann zugelassen. Ist immer ein guter Weg, solche Gefühle dann zuzulassen und aufzuschreiben, und um einfach zu erkennen, hey, das ist gerade eine Brille. Das sind alte Glaubensmuster, das sind alte Energien, die sich nochmal zeigen, und wenn man sie nicht differenziert, dann eben ja wie so ein Schleier auf der Gegenwart liegen. Ja, also das ist zum Teil ist das echt heftig, und
mir ist es einfach immer wieder ein Bedürfnis, darüber zu sprechen und Menschen, die auch sowas erleben, ja, mich da solidarisch zu zeigen und erklären und auch das Gefühl aufzubauen, hey, du bist nicht alleine damit. Und was ich selbst für mich mache, ist, dass ich, für mich ist Sprache ein großes Ventil und deshalb spreche ich dann darüber mit Menschen, die mich kennen, die auch meine Themen kennen, die mich beraten, die mir zuhören, die das einfach sehen, mitfühlen, auf diese Art und Weise mittragen und es dazu dann eben auch heilen kann. So. Und das ist unglaublich ja, heilsam, im wahrsten Sinne des Wortes, sich selbst immer wieder vor Augen zu führen und sich eine Realität zu erschaffen, wo man sieht, es ist heute anders und wo man erlebt, es ist heute anders. Ich kann heute darüber sprechen. Ich werde heute gesehen, ich werde heute gern gehabt. Es ist eben nicht so, wie es früher war, wo ich quasi so das Päckchen in der Familie zugeschoben bekommen habe und das gefälligst doch schweigend zu ertragen hatte und niemand etwas davon wissen wollte, sondern es einfach so einen ganz normalen Tagesablauf gab und man sich über das Essen freute oder die Blumen freute und wo das, was auch passierte, eben die sexuelle Gewalt und was da alles noch mit dran hing, das einfach inexistent war, das überdeckt wurde und ich aber damit halt leben musste. Ne? Also ich hatte die körperlichen Symptome, ich hatte die seelische Verletzung, ich stand unter Schock und musste irgendwie ganz normal durch diesen gefakten Alltag mit hindurch und zu sehen, dass es eben, also auch immer wieder sich eine Realität heute zu schaffen, zu sehen, das ist heute anders. Ich kann heute über das Vergangene sprechen, ich kann mich austauschen. Ich muss nichts mehr überdecken und übertünchen und kann sogar nicht so ein Video hier machen. Also da mich zu 100% zu dem stellen, was ich erlebt habe. Und sicherlich kommen dann auch immer wieder, das merke ich tatsächlich auch, Unsicherheiten, so Hochverrat. Ne? Du verrätst deine Familie, wenn du öffentlich darüber sprichst. Du bist ein Schwein, du bist ein Arschloch, du bist der Schandfleck schlechthin, du bist ein unwertes Geschöpf, du wirst aus der Familie verstoßen, weil du Nestbeschmutzer bist. Diese Ängste, also dass diese Gefühle zeigen sich, auch diese Bedrohung, die früher ja auch real war, also als Kind, ich als Jugendliche damals, das mag heute in vielen Fällen anders sein, aber ich als Jugendliche damals habe tatsächlich in der Illusion gelebt, dass ich ohne meine Familie verloren wäre, dass ich dann untergehen würde, dass ich irgendwie für verrückt erklärt werde und in der Psychiatrie lande. Also solche Gedanken waren da und solche Ängste waren auch da. Und das zeigt sich dann heute nochmal. Ich kann dadurch heute meine Situation von damals natürlich viel, viel besser nachvollziehen. Und auch da zeigt sich die alte Angst als Projektion auf meine heutige Situation, dass ich manchmal so den Anflug habe, oh je, wenn ich meinen Freunden und Menschen um mich herum erzähle, wie es mir gerade geht, nämlich gerade nicht so gut, weil ich eben noch solche Gefühlsflashbacks habe, dass sie dann quasi innerlich mit den Augen rollen und sagen, oh, die schon wieder und kann nicht einfach mal fertig sein mit dem Thema und immer ist die Leidende und immer, ne, das sind dann so meine Projektionen auf die Menschen und oder dass man sich auch von mir abwendet, nichts mit mir zu tun haben will, weil ich immer so die Anstrengende bin oder die Negative bin oder so. Dabei, ne, es ist halt eine totale Projektion. Ich spreche das dann auch an mit den Menschen und sage, du, ich habe echt gerade Angst, dass ich dir zur Last falle oder dass ich immer die bin, die solche dunklen Themen hat und spreche das auch an und das ist eine gute Möglichkeit, auch immer wieder Dinge gerade zu rücken. Also auch für einen selbst zu sagen, guck mal, das ist ein altes Gefühl, das projizierst du gerade auf die Gegenwart und indem man das ausspricht und dem einfach eine Stimme verleiht, und dann auch sieht, dass das Umfeld heute ganz anders reagiert und sagt, nee, du bist nicht negativ, du bist hier einer der Positivsten und Bewunderung auch dafür, dass man so seinen Weg geht und auch Kampf kämpft und so, zu sehen, dass es eben heute anders ist. Und ja, also so gehe ich damit um und ja, wie gesagt, ich hatte die Hoffnung oder den Wunsch, dass durch das Teilen meiner Erfahrung ich dem einen oder anderen Mut machen kann. Ich habe mich gerade aus meinem Bett geschält und etwas zu essen eingekauft und peppel mich so ein bisschen auf. Hinten jammert Alma, einer meiner Hunde, ist mitgekommen. Weiß nicht, sieht man sie? Alma, willst du dich mal zeigen?
Nö, will sie gerade nicht, die will raus. Genau. Ja, in der Hoffnung, dass das sinnvoll ist und hilfreich, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video.